Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Trainerkarriere mit St. Pauli. Wir wollen jetzt nicht lang rumlabern, ich habe nämlich nicht so viel Zeit. Ich wollte ja auch noch ein bisschen was an der Aufstellung verändern, an der Taktik. Da ein paar taktische Einstellungen verändern und so. Das machen wir dann in der nächsten Folge oder übernächsten oder so. Jetzt habe ich nicht viel Zeit, ich muss ein bisschen durchhasseln und deswegen, naja, wir haben noch was zu klären. Pokal gegen Greuther Fürth zu Hause. Die haben uns 7:1 in der Bundesliga geschlagen. Absolut krank einfach. Und wir starten mit der Top 11 rein, auch wenn die Fitness bei Buchtmann und Abivor nicht ganz perfekt ist. Das ist mir jetzt mal egal. Wir wollen unbedingt hier gewinnen. Und so, DFB-Pokal, Greuther Fürth gegen St. Pauli. Wir spielen in Bestbesetzung, aber ich habe gesehen, dass Fürth das nicht tut. Also im Sturm sind irgendwelche komischen Leute, auch im ZOM und sogar im Tor irgendwelche Leute, die ich gar nicht mal kenne. Also was heißt gar nicht mal kennen? Den Torwart kenne ich zum Beispiel gar nicht. Die Stürmer und so schon, aber die spielen eigentlich in echt nie. Da haben wir die erste Chance und wir spielen rüber und... Dittgen, was? Was bitte? Warum hat er das überhaupt probiert? Warum hat er denn nicht irgendwie anders einfach mit dem Kopf oder... Oh. Komm jetzt, die zweite Chance. Jawohl, diesmal ist sie drin. Exakt gleicher Ablauf wie bei der ersten. Nur da hat Dittgen den Ball nicht reingemacht. Kirei, auf den ist mehr Verlass. 1:0, 14. Spielminute. Sau wichtig. Ja, das ist auch relativ verdient, weil wir eigentlich bisher das Spiel hier auf jeden Fall bestimmen. Ich glaube, Fürth denkt so ein bisschen, ja, wir haben die 7:1 geschlagen in der Liga. Wir müssen gar nicht mit Bestbesetzung spielen. Wir können die auch so wieder wegklatschen. Ah, aber wir haben es extra so gemacht, dass wir im letzten Spiel gegen Holstein Kiel eben durchgewechselt haben. Damit wir jetzt hier fit sind. Haben dann dementsprechend gegen Holstein Kiel verloren. Aber das wird Fürth wahrscheinlich ziemlich genau andersrum gemacht haben. Kirei ist auf dem Weg. Kirei, jawohl. 2:0, 30. Spielminute, Doppelpack, nices Ding, ja, er war halt alleine auf dem Weg und den muss er dann natürlich machen und den macht er dann auch, wichtig, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Und das ist eine Riesenchance gewesen für Zarais oder wie auch immer. Ah, Mann. Halbzeit. 2:0, definitiv verdient, definitiv wichtig und in Ordnung. Und damit kann ich auf jeden Fall leben. Und damit können wir weiter in die zweite Hälfte, wo es hoffentlich genauso gut weitergeht. Wir sehen es hier, mehr Ballbesitz, deutlich mehr Schüsse und absolut verdient. Schön rausgespielt und da können wir nochmal rüberlegen und Dittgen schafft's wieder nicht. Ich habe jetzt mit diesem Mirachi-Typ da, ich weiß leider nicht, wie man den ausspricht, habe ich jetzt schon ein paar Flanken. Oh, jawohl. 3:0, schöner Eckball. Abivor. Mit diesem rechten Mittelfeldspieler habe ich schon ein paar Flanken jetzt so rübergeschlagen, wie gerade vorhin zu Dittgen wieder. Hat ja auch recht gut funktioniert ein paar Mal. Nur Dittgen hat zum 2 jetzt nicht umsetzen können. Ein bisschen schade. Und Kirei! 4:0! Yes, Mann! Wie geil ist das denn, bitteschön? Wir wollten uns rächen und aktuell sieht es perfekt aus. Läuft nach Plan. Hattrick für Kirei. Und 4:0 nach 57 Minuten. Ja, das sieht gut aus. 5:0. Ich finde es krass, diese Unterschiede. Wir haben in der letzten Folge zweimal verloren. Vorletzte Folge 7:1 gegen Greuther Fürth eben. Und jetzt gewinnen wir plötzlich 5:0. Also es ist ein bisschen up and down. Und Daschner mit seinem ersten Tor für St. Pauli in dieser Saison und das im Pokal eingewechselt. Den trainiere ich ja gerade auch zum ZM von ZOM um.
Aber das dauert bei ihm noch ein bisschen länger. Herr Gotha mittlerweile auf dem Feld, der uns in der Liga abgeschossen hat. Und Kirei! Pfosten, Latte meine ich. Kirei. Kirei spielt wieder auf Langford und der macht den Ding. Der macht das Ding. Nice. 6:0. Der macht den Ding, Junge. Ein paar Versprecher sind anscheinend heute dabei. Langford, der hat auch selten getroffen bei uns. Wenn nicht sogar gar nicht. Jetzt trifft er 6:0. Sauber. Ja, die Rache ist uns gelungen. Und sie ist süß. 6:0. Ja, und es sind wieder nur 2 Tage dazwischen. Jetzt spielen wir gegen den VfL Bochum. Natürlich ist hier dann ein bisschen die angeschwächte Mannschaft am Start. Also Fürth hat es wirklich gesagt, so gemacht, dass sie einfach gesagt haben, ja, gegen den Gegner am Sonntag spielen wir mit gutem Team und wahrscheinlich auch gegen Bochum mit gutem Team. Dafür Mittwoch nicht so mit gutem Team im Pokal. Und damit haben sie sich verschätzt und damit haben wir sie ordentlich rausgekickt. Jetzt können wir mal gucken, gegen wen wir spielen. Ach du Scheiße. Gegen FC Bayern München. Ja, ist uns natürlich eine Ehre, die bei uns zu Gast zu haben, sogar eben bei uns zu Hause am Millerntor, aber ja, das war's dann wohl mit dem Pokal. Wunder. So, komplett durchgemixt, also wirklich komplett. Ja, sogar der Torwart ist heute mal ein anderer. Ja. Eine schlechte erste Chance dafür, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so viele bekommen. Teams mit der schlechtesten Abwehr sind wir. Also treffsicher, aber schlechte Abwehr. Sehr interessant. Jetzt könnte es gefährlich werden. Als ob der den von da reinhaut. Als ob. Also come on. Das ist so ein Dreck. Ich habe den Torwart nicht verstellt, aber da muss er die kurze Ecke einfach haben. Also das kann nicht sein. 1:0 für Bochum. Jetzt ist es Langford, der muss nochmal rübergeben und das macht er klasse. Und da ist es das 1:1 von Taschki. Saubere Geschichte. Boah, anstrengend. Aber gut gemacht. Torwart kommt da blöd raus und da müssen wir da mal überlegen, so wie ich das immer mache in letzter Zeit. Sehr, sehr gerne, sehr erfolgreich. 7 Minuten später der Ausgleich. Handelfmeter. Man kennt ihn. So, dann haben wir da nochmal die Szene. Und ja, das war natürlich Hand. Mal gucken, was Taschki jetzt draus machen kann. Wäre jetzt sehr interessant. Und der Ball ist drin. So knapp, aber es ist scheißegal. Endlich mal wieder ein Elfmeter, den ich reinmache. Ich habe schon so viele verballert. Puh. Gucken wir uns mal an, aber war sehr, sehr knapp. Aber halt diesen entscheidenden Zentimeter da links an Torwart vorbei. Spiel gedreht, 2:1. Und 2:2. Schöne Flanke. Schöne Abnahme, der Torwart nicht rechtzeitig da. Bisschen nervig, auch der mit seinem Doppelpack jetzt. Aber naja. Puh. Crazy Ding nochmal vor der Halbzeit. Man muss aufpassen, das ist ein enges Spiel, steht auch 2:2, kann so oder so ausgehen. Fürth liegt wieder hinten gegen Holstein Kiel. Wäre eigentlich Fürth-Fan, aber naja. Auf jeden Fall 2:2 zur Halbzeit ist in Ordnung. Aber es ist ein schweres Spiel, wir müssen aufpassen. So, Zalazer oder wie auch immer mit der Riesenchance. Und Taschki, oh Mann. Das muss, Taschki. Was passiert denn hier gerade? Das muss eigentlich das 3:2 sein. Und Taschki. Oh Mann. 65. Zoller. Boah, shit, ey. Ja. Also, das ist doch scheiße, ist das doch. Komm, Kirei muss rein in die Partie. Es war wieder das gleiche wie vorhin. Dreierpack jetzt von ihm.
Ich kann den hier nicht richtig stoppen. Der spielt einen schönen Pass. Ist wieder das kurze Eck. Drei Tore ins kurze Eck kassiert. Alter. Fast hätte es wieder im kurzen Eck gescheppert. Ey, was ist das denn? Was ist das? Ich drück voll durch. Ja, es ist lächerlich, ey. Also das ist lächerlich. Was ist denn das vom Torwart? So ein Fehlpass und deswegen kassiere ich mein Tor echt. Ohne Spaß. Es steht wieder 2:5. Das ist die nächste Bundesliga-Niederlage. Also die Ergebnisse sind so kontrastreich, das ist echt heftig. Keine Ahnung, woran das liegt, was das ist. Nichtsdestotrotz verlieren wir 2:5 hier. Und naja, verdient, sehen wir an der Statistik, war es nicht unbedingt. Aber der Torwart hat einfach jeden Ball ins kurze Eck reingelassen. Dann macht er noch so einen Fehler. Also ich muss sagen, dass 4 von den Toren wirklich einfach auf den Torwart zurückzuführen sind. Ja, und damit hat sich die Tabelle schon wieder ein bisschen ausgeglichen. Wir haben mit 25 Toren eine der besten Offensiven, beziehungsweise die beste Offensive, haben mit 27 Gegentreffern auch mit Abstand die schlechteste Defensive. Also bei mir läuft es wirklich up and down. Ich habe ja gesagt, irgendwie ganz, ganz kurios. Wir spielen jetzt gegen den letzten Platz, gegen VfL Osnabrück. Wir sind aktuell Platz 5. Ist definitiv in Ordnung. Ist definitiv gut für St. Pauli, würde ich mal sagen. Und wir sind ja auch noch definitiv dran an den anderen Plätzen. Paderborn hat sich so ein bisschen abgehoben jetzt mittlerweile, aber die anderen Plätze sind wirklich nahe. Jetzt das Spiel gegen VfL Osnabrück. Mal gucken. Hoffentlich können wir wieder ein paar Punkte gut machen. Hey, Ditgen ist so ein geiler Typ. Er ist viel, viel schneller und viel, viel schlauer als alle anderen und macht den besten Pass, den ich je gesehen habe, auf Kirei, den irgendwie dann rein schlammt, ich weiß es nicht. Der trifft aber auch relativ oft in letzter Zeit. Schöner Konter. Schöne Bude. Naja, und wichtiges Ding auf jeden Fall. Ditgen und Kirei, einfach das beste Duo, was es gibt. Und Kirei einfach aktuell der beste Stürmer wahrscheinlich der zweiten Liga. Also hier in unserer Karriere. So häufig wie der in der letzten Zeit trifft. Wahnsinn. Es war nur so ein Mini-Lupfer, es hat nicht ganz so perfekt funktioniert, aber es ist egal. Der Ball ist über der Linie, er weiß genau, wie er das schafft, wie er das machen muss. 2:0. Oh, wieder kurzes Eck. Anschluss. Osnabrück mit dem Anschlusstreffer. Kirei, Kirei. Dreierpack nach 27 Minuten. Also bitte. 3:1. Wie geil ist der Typ? Feier ich komplett. Feier ich komplett. Oh nein, ey, das gibt's nicht. 5 Tore nach 35 Minuten. Bei uns fallen so viele Tore, deswegen sind wir auch die treffsicherste Mannschaft und die mit den meisten Gegentoren. Ich weiß nicht warum und ganz ehrlich Leute, ich weiß noch nicht, was ich daran ändern soll. Aber es fallen unglaublich viele Tore. Santos, 2:3, wieder der Anschluss, der erneute Anschlusstreffer von Osnabrück. Ist mir egal. Das ist mir echt egal, weil ich kann sie wieder nicht stoppen und ich weiß schon, dass ich jetzt vor der Halbzeit noch eins kassiere zum 3:3. Deswegen dachte ich, hau ich ihn jetzt einfach um. Und dann ist hoffentlich Halbzeit. 3:2. Puh, Gott sei Dank. Also das gibt's nicht, dass der immer noch im Ballbesitz ist und dass der jetzt ein Tor macht. Also das kann doch nicht sein. Was ist denn heute los? Fuck off, ey. Santos mit seinem zweiten und es ist das 3:3 wieder. So viele Tore, 6 Tore in dem Spiel schon wieder. Und es sieht wieder nicht gut aus für uns. So, Ditgen
Ditgen und Kirei, das kennen wir schon. Ditgen und Kirei. Viererpack und wieder die Vorlage von Ditgen. Oh, was ist hier los? 4:3, 7 Tore. Jetzt ist es mal Kirei auf Ditgen und ja, da ist der Torwart dran, aber war auf jeden Fall knapp. Und wieder ist es Ditgen. Was ist jetzt los? Jetzt drehen wir nochmal auf. Müssen wir auch. Ein 3:4 bin ich mir immer noch total unsicher. Ich will ein 3:5. Kirei, bitte. Oh. Eine Minute Nachspielzeit und ich kann mir vorstellen, dass ich es jetzt kassiere, weil es ja gefühlt immer so ist. Komm, pfeif. Nein, Mann, nein, geh weg, nein. Ah, abseits. Leute, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, das sind die wichtigsten und knappesten 3 Punkte, die wir in dieser Saison eingefahren haben. Yes! 4:3. So, und da können wir ganz schnell zum Ende hin nochmal auf die Tabelle blicken. Platz 3 haben wir damit geschafft. 30 Gegentreffer, das ist echt krank, 29 geschossene Tore. Kranke Statistik, aber nach 13 Spieltagen immer noch so weit oben mit dabei zu sein und wie gesagt sogar vielleicht mal wieder anzugreifen, mal wieder 3 Punkte eingefahren und mal wieder mit 25 Punkten quasi unter den Top 3. Also richtig, richtig stark, wie wir uns hier schlagen, wie wir uns hier halten. Und dementsprechend bin ich sehr zufrieden. Ich bin gespannt, was in der nächsten Folge alles auf uns zukommt und würde mich gerne jetzt verabschieden von diesem Video. Schaut auf jeden Fall bei der Trainerkette PES, bei der Spielerkette FIFA und was auch immer vorbei. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.